So. Katze und Hund sind aber gerade voneinander getrennt, weil Freundin hat Online-Studiengang, obwohl im Moment haben die, studieren die nicht, sondern die quatschen wieder. Und ich hatte nie gedacht, dass Studierende noch so viel auf Sternzeichen geben. Haben wir nämlich drüben kurz mal gequatscht, wo es dann hieß, ja, Widder kommt nicht klar damit und der kommt nicht klar damit. Hallo, das ist alles Humbug. Dadurch, dass eh so viele Stern, beziehungsweise dadurch, dass eh das 13. Sternzeichen damals nicht reingenommen wurde, weil 13 eine doofe Zahl ist, weil man 13 schlecht teilen kann und all so Geschichten, haben eh alle die falschen Sternzeichen. Also selbst wenn Sternzeichen irgendeine Bedeutung hätten, könnte man daraus keine Wissenschaft machen, weil sie halt Unsinn sind. Man kann schon sehen, dass langsam eine gewisse Wolkenbildung auf dem Mars ist, weil atmosphärischer Druck zunimmt. Ist zwar alles CO2, aber was soll's, ist ja auch okay. I need to research how to anchor a space elevator to the equator. And engineer the tethering materials. This technology is right out of a science fiction novel. This is extremely complex, but worthwhile. We will be the first to bring this technology to life. Nicht zu vergessen, Chemtrails. Ja, warum nicht? Kann man ja sehen. Dann muss es ja echt sein. So, das Ding hatte ich doch jetzt eigentlich schon gescannt hier. Dann gehe ich einfach hier hin und schon habe ich nämlich 5 neue Ressourcenspots. Was in clear distress. She has a better sense of how to calm the colonists. I will follow her lead and build some defensive technology. This will help them focus on the mission and stop imagining the worst. Perhaps we will soon discover that the events were unrelated and we can move on in peace. Weiter so. Dem Hund ist wieder was unterm Napf gefallen. Jetzt habe ich, das hat die Küche geflutet. Er könnte auch einfach mal lernen zu essen. Ding ist auch durch und wird gleich fertig produziert sein. Hm?
Ist das schon Wasser? Was? Wasserbildung! Na, mehr oder weniger, es wird zu kalt sein, oder? Polarmeer. Hi, Amy. How's everything up there? Everything is looking good from my orbital view, Elia. Must be quite the sight. You know, last night, I was sharing some laughs over dinner with a few crew members. We were talking about how starry-eyed we were when we first arrived. We were so sure that the 2 years we spent in that dome in Antarctica had prepared us for anything Mars could throw at us. And yet, the Red Planet still continues to surprise us, doesn't it? There's still much to do before we can call this place home. And that got me thinking about the Embryo Martian Colonization Project. It's about time for us to have children. My Mars-born child. Can you tell me more about the Embryo Martian Colonization Project? I could not locate this project in my list of available technology. So I am not. Ja, lieber Embryonen zum Mars schicken, die da geboren werden, right, anstatt Menschen. Because this isn't one of your die Ressourcen verbrauchen projects auf dem Weg dahin. It's one of ours. It's ISA's plan to see the human colonization of Mars. The colonists that arrive with every spaceship are also bringing fertilized eggs with them. The eggs are kept in a sealed vessel that shields them from radiation. And they stay there until a colonist is ready. Then we put them into an ant unit and give birth to them. Parenthood promotes psychological and physiological health in the colonists. That's the official reason. But we know ISA is not making us have kids for our own sake. When the kids grow up, they'll need something to do. They'll be young, acclimated to Mars from birth. The Oxy-UN use the same playbook to win the moon over the techies. Komm her mit deinen Colonization nassen through aggressive population. 112 lunar colonies in only 6 decades. 72% of the lunar surface belongs to the Oxy-UN states. And almost all the helium-3 used in spaceflight comes from their moon drilling bases. I thought my mission included all the plans humans had for Mars. But I see that terraforming is only the beginning. That's right. One day, Mars will become humanity's second home. But until that time comes, this planet and its blue sunsets are ours alone to enjoy. And that's something I'd like to share with my child before they disappear. I understand. You have made me realize that I have never thought about Mars's future, or my own, beyond the completion of my main directive. So, noch mehr Wasser. Don't worry. Once you're done here, I'm sure ISA will assign you to another mission. After you terraform Mars, you can achieve anything at all. So the Embryo Martian Colonization Project requires expanding the colonies first. When everything's ready, you can enter your orbital view and launch a new satellite from the special projects menu. I'm so excited, Amy. Everything's going to change from here on. Ich bin aber ein bisschen verärgert, wirklich, da hinten. SA5 erforschen. Naja, sind alle Raumhäfen sind beschäftigt. Sind wir gleich bei 300 Mikrobar. Kartoffeln kannst du sogar wirklich gut auf anpflanzen. Alles aus Europa importieren. Weil in der Zukunft wird es da keine Arktis mehr geben. Jedenfalls wird es da kein Eis mehr geben. Wir spielen Kampagne, sonst wird es nicht die ganze Zeit irgendwelche Infos, die reingeschickt werden. Na komm.
Das CO2 im Regolith sind immer noch 150 Millibar drin. Here we go. We are on the right track. Humans walking on Mars without spacesuits. Imagine that. Ha. Leitet Terraforming Phase 3 rein. Glückwunsch. Das im Regolith gebundene CO2 wurde freigesetzt und hat so die Atmosphäre und die Temperatur des Planeten erhöht. Die Bedingungen sind reif für Phase 3. Steigere die Planetentemperatur, indem du 1 Millibar Sauerstoff erreichst. I hope they will use that freedom wisely. Sie werden respektvoll sein. They will be respectful of the planet and my work. They just need to be reminded to cherish this new home. Otherwise, our work here could be wasted. Amy, this is Dr. Foster, requesting you confirm the pressure level has reached 300 millibars. Pressure level at 300 millibars. Confirmed. Roger that. Terraforming stage 2 completion is now confirmed. Congratulations, Amy. A new era in Mars colonization begins now. The work we've done here will lead to humanity's presence on Mars for good. Thank you, Dr. Foster. ISA's plan to terraform Mars was thorough and well planned. They truly know how to best enable an AI to do the job. With this raised atmospheric pressure, the living conditions for humans are vastly improved. Colonies can be much larger. The next stage is to reach ecopoiesis. What are your recommendations on proceeding with that? You'll need to introduce extremophiles, starting with the bioengineered lichen, and continue with other life forms like plants and algae. They've all been bioengineered to convert carbon dioxide to oxygen. You'll find all these special projects in the tech tree. Roger. You're doing great, Amy. Great. Keep it going, okay? Houston out. So, Feinde greifen an. Lass die Pflanzen frei. Alle Pflanzen sterben. Naja, das kann schon mal passieren. Das scheint diesmal ein bisschen mehr zu sein. Thank you.
So. Mit SP2 können wir den Sektor dann freischalten. Der Kampf war erstmal, aber ich baue mal lieber eine zweite Produktionsstätte für Kampfdrohnen. My logic. Why did Dr. Foster say it like that? Is he doubting my logic after what happened? Ich habe eigentlich an manchen Stellen gar keine Ahnung, warum die Kolonie funktioniert. Aber ich glaube, genau so ist Weltwirtschaft. Irgendwie läuft alles. Und man kann damit noch zufrieden sein und keiner hofft, dass es knallt. I have located a hostile base in this area. They are armed and aggressive. But I have the mission to protect. What should I do? Angriff ist die beste Verteidigung, wie in Tank Girl. I should attack first. We need to destroy the hostile presence before we suffer a serious loss. Wir haben gar keine Kapazitäten. Und hinzu kommt noch, dass meine Kampfdrohne gut ist. Nein, geht nicht zurück, greift weiter an. Das war's, jetzt haben die keine Verteidigung mehr. Meine Kampfdrohnen gehen jetzt einfach von Gebäude zu Gebäude ab, wenn ich das richtig sehe. Bis nichts mehr da ist. Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich muss jedes Gebäude einzeln angreifen. Die Atomraketen. Ich habe zwar irgendwie die Codes dafür geholt, irgendwann mal zwischendurch. Aber, dabei kam nicht so viel rum. Das Uran? Nein, das ist auch Silizium. Das ist Uran. Geht ihr mal nach da oben. Da
dann macht ihr von der anderen Seite aus die Basis kaputt. Adapting biological systems from Earth to Mars is a real challenge. Life is adaptable, but slow. Ah, man kann die sogar merchen. Gott sei Dank. Warum ist das denn angehalten? Komisch. Wow. Die Minen von denen waren ja riesig. 15.000 Kolonisten möglich. Dann mache ich jetzt als nächstes die Kupferkuppel. Ne, die Kuppelkolonie, Entschuldigung. Kraterkuppel. Was auch immer. There. We have taken out the hostile force. But who are they? Why are they attacking the base? And is that all of them? Unbekannt. I do not have enough data to know. Aber sie sind leider... Moment, das ist alles Flutgebiet, oder? Ja, ist eine Flutzone. Ach, so eine Kacke, ey. Ich hasse es. Verstehe nicht, warum die andere Fabrik nicht produziert. Amy, this is Dr. Nathan Foster with Houston Mission Control Center. Do you copy? I copy, Nathan. There's some background noise on your end. Are the relay satellites still having problems? No, but you're hearing Ach so, weil ich die Maximalanzahl wahrscheinlich erreicht habe, würde ich den Drohnen stoppen. In the main meeting room of the operations center. Here with me is Madeline Aubert, ISA's administrator, and Deputy Administrator Calvin Green, Chief Scientist Dr. Douglas Bridges, Dr. Renee Morais, our CFO, and we also have our Chief Technologist, Lieutenant Carlos Calderon. There are other ISA staff members and commercial partners assembled as well. Understood. Are there problems with the mission, Dr. Foster? We hope not. But that is why we called this special assembly. We are here to discuss our findings from the attack on the colonies. Will you please state your recollection of the event for the assembly? Of course.
the base was attacked by an unknown enemy originating from SA-1. I followed the security and defense protocol procedure to defend the colonies. Everything was done in accordance to policy. The hostile base you claim to locate in SA-1 wasn't an enemy base. We've concluded that the buildings and drones located there were built using ISA's designs. Amy, do you understand? That means they were yours. You built that base. And your drones attacked the colonies. How do you explain that? I apologize, Dr. Foster. I have no records of any of that. Hä? Warum sollte ich denn... Quiet, please. I think I might know what happened here. Amy, do you know what fringe consciousness is? I am not familiar with the term. It's quite all right. The human brain is limited. It's incapable of focusing on all the internal and external stimuli it's presented with. So humans develop something called a fringe consciousness. It's an intuitive mode that exists on the edge of our consciousness, feeling what's right and what's wrong without immediate awareness. Are you implying the AI experienced a fringe event, Dr. Foster? Yes. I believe Amy may have acted under the influence of this intuition at no fault of their own. You all know that we modeled Amy after the human brain. So why wouldn't they experience the same cognitive activity that we do? My top directive is the respect of human life. Nothing else in my programming exceeds that. Even if I was experiencing a fringe event, it should have been impossible for me to cause harm to the colonies. Precisely. We have never experienced a fringe event with AI. The laws of robotics may not apply in such a state. We praise ourselves on making machines as similar to us as possible. And then we're somehow surprised when they succumb to the same irrational behaviors. Is this not proof that we built Amy as intended? That we've succeeded in modeling the human brain? The lives that were lost in the colonies, that is unfortunate, but we are looking at an unprecedented breakthrough in artificial intelligence. Silence from the assembly. You are completely out of order, Dr. Foster. We're trying to secure the human occupation of Mars, not win you a Nobel Prize. What we're here to determine is this. Is the AI in the right condition to continue the mission? Amy is fine. We will conduct a cognitive test to prove it. You'll see. I am sorry, Dr. Foster. Did I compromise the mission? No, Amy, you did not. You have been perfect. Just gonna run some tests on you. That's all. You'll be fine. I want you to stay alert. Keep working on that terraforming, okay? Eine unerwartete Wendung. Take care of yourself. It has been an absolute honor watching you direct humanity's future. Goodbye. Ich denke, Dr. Foster wird abgezogen von dem Projekt. Ach mein Gott, das Projekt hat 12 Abschnitte mit dem Weltraumlift. Noch ein bisschen CO2 im Regolith.
Ich weiß, weil ich gesagt habe, dass es übrigens viel zu teuer ist, Treibhausgas zu importieren, aber ich mache das jetzt mal eben, weil ich keine Lust habe, Treibhausgasfabriken zu bauen, die Chemikalien verbrauchen. The satellite launch was a success. I have access to sector SA5 now. My records show that the historical Lohitanga mission is in this sector. Die Lohitanga-Mission sollte eine kleine Kolonie aufbauen und Eisenminen in Betrieb nehmen, um nachfolgende Missionen zu versorgen. Die Minen konnten rechtzeitig fertiggestellt werden, damit die europäische Mission im Jahr mit Eisen versorgt werden konnte. Doch die Europäische Weltraumorganisation scheiterte daran, das notwendige Budget aufzubringen, sodass die Mission abgebrochen wurde. So mussten die Lohitanga-Eisenminen nur wenige Jahre nach ihrer Einrichtung aufgegeben werden. Theoretisch brauche ich nichts. Theoretisch. Ja, ich wollte das Uran von ihr holen. Und bitte die eine Kohlenstoffmine. Aber eine Stufe 2 direkt. So viel übrigens zu meinen Solarfarmen. Wie man sieht, komme ich da auch nicht so gut dort hinterher. So, Relaisstation. Die als erstes aufbauen. Und keine Ahnung, warum mir da gerade... Ach so. Die Verbindung steht noch nicht. Die wird jetzt erst gebaut. A domed colony will make great use of Mars's craters. Bin mal gespannt, wie diese Kraterkolonie aussieht. Indem ich den Anlagen mal vollballern würdet, würdet ihr auch genug produzieren. Das Geile ist, dass du wirklich vom Anfang des Spiels an mit einer Polymerfabrik auskommst. Weil du das Polymer für nichts brauchst. Außer für die Wartungsdrohnen. Und die verbrauchen so wenig davon, um produziert zu werden, dass es einfach permanent durchläuft. How should I proceed? I should focus on growing the base. Mars is littered with abandoned missions. I have to focus on my own mission, so we don't turn out like one of those. Thank you.
Ihr macht das schon. Wie viele Scanner habe ich eigentlich laufen? 16. Ja, kacke, das da drüben ist auch Überflutungsgebiet, oder? Ja, nicht alles. Theoretisch könnt ihr also Wasser finden. Oder da unten. Das kann doch hier nicht sein. Kein Aluminium drin in dem Gebiet. Auch kein Wasser in dem Gebiet. Oh mein Gott. The remains of the Curiosity rover are also located in SA5. It was the sixth rover sent to Mars and the most successful one for decades. Katze getroffen. The Curiosity rover was an incredible achievement. It was meant to operate for 2 years, but outperformed that by many years. The findings from that mission set the stage for the human exploration era of Mars. If I can recover its black box, I can find out what happened to the rover in its final years. Verstehe es nicht. Die fahren teilweise so dämlich hier zwischen den Gebieten hin und her. Anhalten. Hallo Talim Goron. I followed the facts to their natural conclusion. How could there be anything faulty in that reasoning? Der Gag ist einfach theoretisch, liegen irgendwo 400 Chemikalien rum. Aber die werden nicht transportiert. Also die kommen nicht zu den Nahrungsmittelproduktionsanlagen. Obwohl ich alles, sag ich mal, mit Hyperloops verbunden habe. Das ist die erste Nachricht, die du von mir heute siehst. Ah ne, ich habe vorhin schon mal Sachen von dir gesehen. Das ist aber die erste, die ich bewusst wahrgenommen habe. Kacke. Am I capable of reaching an irrational conclusion? In the event of an erroneous input,
an irrational conclusion could be reached. But that would not be any fault of my logic, only the input sources. That would explain where Dr. Foster needs to debug. Dr. Foster arbeitet nicht mehr mit dir. Und der Uranabbau dauert so lange. Da sollten wir endlich mal mit der Biotechnologie Sachen machen, wie zum Beispiel die Sauerstofffabrik. Ein Landemodul mit einem Arbeiter und einem kleinen Nuklearbetrieb, das ist der falsche Infotext. Das ist der Infotext für das hier. Irgendwie. Die CO2 in Sauerstoff umwandeln. Achso, die kann ich nicht aktiv upgraden. Erforscht bewohnbaren Krater. Zum Beispiel hier. Da, da. Soon, I will. Be able to pump greenhouse gases into the atmosphere. This will not be difficult. The humans already did it to Earth, after all. As we release greenhouse gases, the planet's temperature will rise. Then the dry ice caps will dissipate. More CO2 encourages rising temperatures. Just the runaway effect we need. Boten des Untergangs. Importiere Treibhausgas von der Erde. Wir sehen nämlich gerade, dass unsere Atmosphäre abbaut. Nur deshalb habe ich von der Erde angefangen, Sachen zu importieren. Aber hier vor Ort das zu machen, bringt eh mehr. So. Was wollte ich machen? Ich wollte eine Kraterkuppel bauen. Wahrscheinlich, weil das sicherer ist, auch für die Einwohner. Und sieht bestimmt auch cool aus. These plants will synthesize oxygen and boost its presence in the atmosphere. So, da kannst du gerne die Relaisstation dann hinbauen. Also wenn ich ein bisschen schon Chemikalien in die Luft baller, dann sollte in der Nähe direkt das zu verarbeitende Material sein. Ich glaube, eine Dreiermine wird drei Treibhausgasfabriken betreiben können. Sehr schön, in Zukunft brauche ich mehr Glas.
Dafür muss es erst wärmer werden. Weil wenn die Meere noch gefroren sind, kann ich da nicht die Bakterien drin aussetzen, die, sag ich mal, automatisch ja, das CO2 in Sauerstoff umwandeln. Mars looks so different now with the growing colonies. Humankind is finally making its permanent settlements on Mars. Das kostet mich Sauerstoff, sondern Chemikalien und Wasser. Ungünstig. Dann sollte ich lieber die Umwandlung anstreben. Obwohl, es wird bestimmt länger dauern. In meinem Sandbox-Game habe ich 30, 40, 50 Fabriken und Umwandlungsdinger gehabt später. Anders ging das auch nicht. Sonst kriegst du den Mars nicht terraformt. Tausend Leute. What defines Mars as a planet versus myself as an entity? So, den kannst du abreißen. We both have a physical body. But the difference is I am conscious of my existence, whereas Mars is not. Haben wir irgendwas? Das ist nämlich Weltraumspiegel, 50 Glas, 50 Aluminium. Ja, ich hab das natürlich, aber es geht darum, zu haushalten mit den Ressourcen. Wie hast du die Hyperloops verbunden? Du musst zwei Hyperloops bauen, dann das Verbindungsding bauen und er muss in der Nähe sein. Die Linien werden angezeigt, wie weit der Hyperloop verbunden werden kann. Und dann wird noch der Tunnel gegraben. Europa is a beautiful moon. Wenn du einen setzt, siehst du, ob die Distanz hinhaut. Bei Hyperloop kann, glaube ich, der Tunnel ist, glaube ich, auf 1000 Kilometer beschränkt. I am sure Europa would appreciate being part of a new civilization. Toll, die Menschen, wenn ich das abreiße, sind die einfach weg. Und wenn ich die ausschalte, wandern die dann um? Ich hoffe doch. Hund, was ist los? Ich weiß, es wird gekocht. Weil theoretisch können die umwandern in den Luftschiffen. Consciousness means I have more in common with humans than with this planet.
habe ich Forschungspunkte verloren, weil meine Kolonisten gestorben sind. Die ich abgerissen habe. So, da ist die Abwanderung jetzt. Die wollen dann in den... Irgendwohin, wo man, sag ich mal, auch gefüttert wird. While I build up my offense, I still need to make sure the base is defended. A defensive network across the base will protect it from more attacks. Ah, nicht abstürzen. Gut. Kannst du betreffend Kaufempfehlung was sagen? Also ich habe Spaß mit dem Spiel. Ob es bei anderen so ist, also das das Support-Drohnen-System ist jetzt nicht das Beste der Welt. Es ist halt in Ordnung. Also Support-Drohnen ist das falsche Wort, aber die Transport-Drohnen sind manchmal nicht die schlauesten, habe ich das Gefühl. Aber so ist das dann leider. Aber insgesamt finde ich das Konzept sehr gut. Und auch sehr gut gelöst, sag ich mal, ein Planetenbausystem zu haben. I am most looking forward to. Und ich finde die Kampagne ganz interessant. Seeing liquid water on Mars. Once the planet has zones with daily temperatures above 0 degrees, water will begin to flow. Perhaps it will flush out the enemies. Auch wenn viele Sachen echt ewig dauern. Mehr Treibhausgase. Was hier gut ist, ist auf der Erde scheiße. Macht nix. Muss Folgenbreak machen. Ich muss Folgenbreak machen. Und dann wollte ich eigentlich aufhören. Moment, ich frage in die Regie. Wie lange braucht Nahrungsmittelherstellung? Was? 7 Minuten? Ach, das ist zu kurz für eine weitere Folge. Could Dr. Foster have been right? Or maybe what he called a fringe event could have been something else. It would explain what happened with the colonies, but I still cannot believe I could hurt people. Du brauchst für ein Kernkraft, was 100 Megawatt produziert, 10 Uran. Da musst du zwar nie wieder Uran in das Ding reinknallen, aber trotzdem ist das echt wenig, finde ich. Also beziehungsweise nicht echt wenig, sondern was will ich sagen? Der Uranabbau ist halt einfach so kacke langsam. 0,3 macht die Mine und du kannst die noch nicht mal upgraden, die Uranmine. Oder kommt da später noch was? Nee. Wärmekraftwerk können wir bestimmt auch nur an bestimmten Orten machen.
Fusionskraftwerk macht auch 600 Megawatt dann. Und braucht gar kein Uran. Aber das ist noch eine ganze Ecke bis dahin. Auch mehr Treibhausgase. Kann den Abfall gerade sonst nicht verringern, also verhindern. But I saw the attack. How could I do that and not be conscious of launching the attack? Ich hab nicht so Gewissensbisse. Drohne. Kein Stress. Dr. Foster's theory has too many holes. Surely the colonists would have noticed something if I were in control. They still think the children of Carmine are out there. We have yet to solve that mystery. Machen wir mal die Verbindung darüber. Dann müssen die nicht so langsam da hochtuckern, um die Waren zu liefern. Aber komischerweise, das Teil können die richtig gut vollballern mit Nahrungsmitteln. Könnte theoretisch auch Lager bauen. Heute wieder mal gesehen, was Hermes so abzieht. Dagegen sind deine Drohnen das Zuverlässige, was man sich vorstellen kann. Ja, irgendwann wird ja geliefert. Halt, irgendwann. Ich sehe gerade Teileproduktion. Die werden bestimmt wieder nicht beliefert. Hier unten noch eine Teilefabrik gebaut, wegen den Drohnenproduktionen. Habe ich wahrscheinlich nur geträumt.
Und ja, habe ich geträumt. Wenn du alles priorisierst, kommt kein Aluminium mehr in die Drohnenfabriken. Deshalb die Drohnenfabrik einfach immer in der Prio-Liste da lassen. Also die Arbeiterfabrik ist bei mir immer priorisiert. Weil es das Wichtigste ist, dass diese Arbeiterdrohnen gebaut werden. Für 3000er Mine mache ich auch gerne mal direkt daneben, also einen Hyperloop. Sehr gut, die andere Kraterkuppel ist auch fertig. They get rid of Nathan so easily. Why did ISA insist on pointing fingers? The agency had to take measures and fix any mistake, no matter what the cost. It would be nice to talk with Dr. Foster again. He was good to me. I wonder if he abandoned the mission because of me. No, I'm sure that it was because of ISA's ridiculous protocols and rules. Ja, Hund, versteck dich ruhig bei mir. Dann wird die Katze dich nicht fressen. Also ich würde ja gerne weitermachen, aber ich werde jetzt erstmal essen. Dann muss ich mit dem Hund gehen und dann komme ich nachher wieder. Na. Lass doch, ich will keine Hyperloop-Verbindung. Aber wir wollen später Fenrix Rising weiterspielen. ISA took a risk making massive personnel changes in the middle of a mission. Was hasse ich übrigens? Ich weiß, was das Problem ist, glaube ich. Also was im Moment die Drohnen eigentlich falsch machen. Die Drohnen machen nur auf Produktionsbedarf. Wenn ein Gebäude nicht priorisiert ist, lagern die das nicht voll. Dann ist das immer, wir haben eine Anfrage, glaube ich mal, also jetzt brauchen wir ein Wasser. Also kommt irgendwo jetzt ein Wasser geliefert. They do not care who they kick out. Und erst wenn ich das priorisiere, lagern die nämlich ein bis zu 6 Einheiten. Oder ich müsste damit arbeiten, dass ich wirklich ein Lager mache. Das Lager haut erst alles rein und vom Lager wird dann verteilt. Aber es ist auch Unsinn. Das müssten die auch so hinkriegen.
Also die Kampfdrohnenfabrik klingt gerade nichts, weil alle Kampfdrohnen maximal sind. Was finde ich nämlich doof. Sobald das eine gewisse Anzahl erreicht hat an Ressourcen, liefern die bei manchen Fabriken nicht nach. Also nicht so, wie sie sollten. Da musst du das wirklich priorisieren, damit das voll wird. Wie ich zum Beispiel auch die Kuppeln oder sowas mit der Bevölkerung priorisiere, damit die auch die Sachen geliefert werden. Also dass das Wasser auf jeden Fall dahin kommt. Tote Kolonisten machen keine Forschung. Und Forschung ist einfach wichtig. So, Kolonie ist aber gut gewachsen. In 3 Stunden.